Hallo Leute, schön, dass ihr hier seid bei Minecraft. Gut, ich habe da mal jetzt diese Enchant Item Conduit hingelegt, also Energiekund, und hier einfach mal so ein von Extra Utilities und es lädt und ich denke mal, es genügt auch mit das, was er lädt. E wird auch aufgeladen, das hier funktioniert ja auch wunderbar und wir können rein theoretisch gleich dreimal das rein. Nicht dreimal. Ich brauche mal. Viermal. Viermal, dreimal. Erzähl mal schnell. Bist du weiter weg? Wenn ich hier stehe, kriege ich dann noch Schaden. Ich gehe mal weiter weg. Ich habe Angst. Der tut mir immer so aua, der Typ. Macht er gleich Bumm. Oder auch nicht. Und so wie er explodiert, ist er gleich tot. Das ist einfach geil. Einfach geil. Und die schaut auch eigentlich relativ cool aus. Rein. Theoretisch könnten wir hier drin Cursed Earth rein tun und dann hätten wir so eine doppelte Mob-Spawn oder wir könnten noch einen Spawner rein tun, das werden wir wahrscheinlich sowieso machen. So wie hier einfach einen Spawner reinstellen, weil wir bräuchten ja verschiedene Spawner auch noch. Hier haben wir das Skelett, okay. Hier werden wir auch noch umbauen. Das werden wir vielleicht die Folge schon angehen. Ich weiß es noch nicht. Wenn wir jetzt mal gucken. Ja, ist wieder vollgeladen, also das ist kein Problem. Den warnt wieder auf Unprotect und zwar den Typen hier, weil den will ich dich abbauen. So, den dürfte ich nicht abbauen. Genau, passt. Dann den wieder auf Protecten tun, damit da nichts falsch geht. So, perfekt. Gut, wir brauchen jetzt hier ein MI-Kabel her. Das heißt, hier ist ja irgendwo das MI-Kabel schon drin. Oder? Genau, weil das kommt ja darüber schon. Das heißt, das ist ja in der Wand eigentlich. Genau, hier in der Wand ist das. Jetzt gucken, wenn man, es kommt ja hier rüber, also ist es hier drin. Das heißt, 1 weiter 1. 1 weiter 1, das heißt, hier ist es drin. Oder auch nicht. Da drüben ist es. Okay, dann nehmen wir, ist egal, das machen wir so. Zack. Können ja einfach rein theoretisch, wenn wir klug sind, hier runtergehen. Und diesen Gang hier einfach weiterbauen. Kommen wir jetzt zur anderen Seite rüber. Wird ja kein Problem sein. Wenn wir jetzt hier noch umschalten, dann haben wir Vorteil, dass wir hier ganzen Items da oben schlichten können. Auch kein Problem ist. So. Jetzt müssen wir durchgucken, wann wir rauskommen. Hier, jetzt kommen wir raus. Gut. Ich dachte schon. Nimmt kein Ende. Nein. Perfekt. Dann können wir hier nämlich schon das ME hin. Ja, den Controller, der bleibt separat, weil das wird ein eigenes ME-System sozusagen, was sonst würde er das immer wieder platzieren wollen, alles. Deswegen bleibt das eigen. Dann gucken wir mal, haben wir noch ein paar ME-Kabel mit? Nein. Da müssen wir auch mal das wireless ME bauen. Das ist eigentlich so viel noch zu bauen, aber ist immer so schwierig alles. Er wisst es ja, wie es ist. Kabel haben wir eins noch, dann mach mal 20. Hier gleich ein bisschen mit aussortieren. Den Nether Stars brauche ich nicht mehr. Red Alloy nicht mehr. Soul Sand, das brauche ich auch nicht mehr. Das auch nicht mehr. Gott, ich brauche eigentlich relativ viel nicht mehr, was ich hier noch rumliegen habe. Aber wobei diese Wireless Dinger da, Wireless Energiedinger, die nehme ich mal mit wieder. Denn so habe ich wenigstens immer Energie bei. Blab. So, dann. So. Und rein und hier hoch. Und da muss ich so eine Ecke bauen. Dann hier kommt dann ein Kraft dahin, oder? Ja, eindeutig ein Kraft da. Den können wir noch nicht bauen. Aber ich glaube, der war gar nicht zu teuer. Dafür brauchen wir Quarzding. Dafür brauchen wir so ein Maschinenblockchen. Wir brauchen Advanced und Construction. Advanced haben wir. Zwei, dann brauchen wir Construction. Zwei. Start. Und dann sollte ja kein Problem mehr sein. Wir sollten auch ein paar Speed-Upgrades oben bei den
Soll der reintun? Ich glaube, soll der anders. So hießen die, glaube ich. So. Haben wir einen, das heißt, wird ein Kraft haben, würde ich sagen. Perfekt. Wir können gleich mal hochgehen und ein Rezept dafür machen. Wir brauchen sowas. Also, wir brauchen Soul Sand. Und mit der Skelettkopf. Und was brauchen wir noch? Ein Nähtaster. Damit wir sagen können, er gibt ja ein Nähtaster. Das heißt hier oben. Eins, zwei. Kann man das nicht hochstecken mehr? Drei. Viermal das. Und dreimal das. Ergibt einmal das. Und dann brauchen wir noch ein Pattern. Eigentlich nur einen, weil wir haben nur ein Crafting-Rezept hier unten. Na komm. Immer den falschen. Perfekt. Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Dann kann man den Mist wieder hier weg tun. Was wir dann noch brauchen, ist eine Vakuum-Chest. Die uns den ganzen Mist hier einsammelt dann. Pulsating. Aber ein Stück. So. Mal die ganzen Crystals habe ich ja verbraucht für die anderen Dinge. Das und dann brauchen wir ein Importpass. Kein Problem sein, soll ja auch schnell gemacht werden. Hoffe ich halt. Na komm, Junge, gib Gummi, mach mal. Es ist hier eigentlich nur alles auf Auftrag drin. Eh nur noch der Importpass, okay. Da muss man immer ein bisschen nachgucken. Okay, hier habe ich noch, hier runter. Dann haben wir hier mal den Crafter. So passt der. Dann der hier rein. Macht das hier rein. Zack, hier weiter. Perfekt. Zumindest denke ich mal, das ist perfekt. So, dann die Vakuum-Chest. Die würde ich gern trotzdem so platzieren, dass sie hier irgendwo mittig ist. Hier. Den Block dürfte ich nicht abbauen können, genau. Müssen wir erstmal, also fast ist, das war der falsche. Müssen wir erstmal unprotecten. Unprotecten den Block. Der ist unprotected. Gut, hier kommen wir hier runter. Ist das Problem? Ja, eigentlich schon. Das heißt, wir werden dann neben einen nehmen. Das heißt, den auch unprotecten. Dann ein Stein. Mal sicher hier einstecken irgendwo. Stein. Okay, macht er mal 64 draus. Das brauche ich nicht. Hier die Vakuum-Chest hin. Genau, die hat eine Range von 6. Das heißt, die nimmt mit Sicherheit 5. Da rein deutlich kann man 4 auch noch machen. Geht auch noch. Ich sag Mitte wäre es ideal gewesen, aber wenn es anders nicht geht, ist auch egal. Ich glaube, die braucht keinen Filter. Aber nicht jetzt hier was weg wäre. Genau, das haben wir direkt. Bla bla bla. Restock brauchen wir nicht. Gut. Dann hier wieder protecten. Zwar die und den. Wenn ich die jetzt das so abbaue, wird nicht den Block. Geht auch nicht. Gut. Jetzt haben wir die hier unten. Das passt eh perfekt. Mal gleich das ME daneben. Kommt hier ein Import-Bus drauf und fertig. Und sie sammelt dann alles auf, was hier irgendwo rumliegt. Was liegt rum? Ja, logischerweise nur Wetterdinger. Wenn wir jetzt sagen würden, hier unten haben wir wieder Köpfe. Die nehmen wir mal mit. Dann bis auf einen. So. Damit das. Und Soul Sand, glaube ich, haben wir, oder? Soul Sand am 21. Das heißt, Nether-Sterne möchte ich jetzt rein theoretisch, sagen mal, 3 haben, sollte ja gehen. Sage ich Start. Geh mal gucken, was er macht. So, er hat die platziert, das passt. Mal gucken, ob er die Köpfe jetzt macht. Irgendwie nicht. Die Köpfe hat ein Problem. Warum macht er die Köpfe nicht? Weil er Skelettköpfe macht. Warum machst du Skelettköpfe? Das heißt, bitte. Trottel, ich weiß schon warum.
Gut. Crafting Rezept raus. Das mal raus. Hier oben abgebaut. Dann nach oben wieder. Oben. Dann müssen wir hier sagen, Body Tuner weg. Darf er nicht. Weil sonst nimmt er ja alles, was irgendwie mit Köpfe zu tun hat, weil das ist ja einfach ein Items Cool. Und das ist auch Items Cool. Er muss genau das nehmen, was wir brauchen. Das war der Fehler. Ist aber nicht so schlimm, war nur mein Fehler. Also das System hätte ja trotzdem funktioniert. So, natürlich müsste ich jetzt wieder hoch, weil ich muss den Crafting-Auftrag abbrechen. So, und jetzt wieder alles rein und sag, nee, Nähtester. So, dreimal Start, dreimal über das Skelett, zack. Hat nicht funktioniert. Okay. Das heißt, das ist trotzdem zu schnell. So, jetzt haben wir drei Bilder drin. Mal gucken, ob das gut geht. Mal hier lieber weg. Tut mir weh. Einer tot, der tot und der tot. Und dreimal. Perfekt. Das saugt alles ein, außer die XP, aber ich glaube, die braucht man nicht. Jetzt gucken. Meter, da, drei Stück. Perfekt. Gut, jetzt möchte ich aber trotzdem hier unten nochmal den Trigger trotzdem höher stellen auf 8 Sekunden, dann hat er ein bisschen mehr Zeit. Es ist halt immer schwierig, ganz ehrlich, wenn man mehrere Nähtaster zugleich benötigt. Weil dann müsst ihr rein theoretisch warten, bis der andere tot ist, bevor er einen neuen macht. Das wäre halt natürlich am idealsten. Aber wie macht man das am besten? Abfragen, ob hier kein Item drin ist, bringt nichts. Man könnte es mit einem Timer machen. Alle 10 Sekunden neu blazen. Ich hätte noch eine Idee. Es ist halt fraglich, ob das gut ist oder nicht. Weil wir haben ja das Problem. Genau, hier haben wir das Problem schildern. Weil da wird er hier spawnt. Und während der sich auflädt und hier schon Soul Sand wäre und der genau in dem Moment explodiert, wann hier das Soul Sand platziert wird, wird ja das Soul Sand das alles wegsprengen. Und das ist natürlich blöd, wenn man mehrere hintereinander spawnen lassen würde. Das heißt, es gäbe noch eine Möglichkeit. Das werden wir jetzt mal testen. Wir werden hier einfach mal zack. Okay, du. Okay, das geht wieder nett natürlich. Gerade überlegen, wie ich das am besten mache. Es geht schon. Ich muss immer testen. Ist vielleicht nicht gerade das, was ich unbedingt machen sollte, aber es würde alle unsere Probleme beheben. Warte. Vor allem brauchen wir sowieso noch. Dann wird unser Nether-Stern auch nicht klarkommen. In welchem Modus ist der? Am Protecten-Modus, passt. Wir werden jetzt mal hier dreimal den hier hinklatschen und die jetzt mal sperren. Also, eins, zwei, drei. So, wenn ich jetzt rein theoretisch unten drin viermal so ist, reinklatsche, müsste er ja einen Witter draus machen, oder? Natürlich nicht, weil er ja. Scheiße! Ja, den platzieren müsste. Okay. Weil er müsste den als letzter platzieren. Weil jetzt eindeutig, wenn ich selbst mache, anbutter den. Ich teste jetzt mal. Jetzt selbst platziere.
Spawnt da gut. Und das ist das, was ich mir erhofft habe. Trotz dass sie protected sind, kann er nicht spawnen. Und sobald er explodiert. Ist egal, er stirbt sowieso. Jetzt müsste ich natürlich den hier hin platzieren und den wieder protecten. Und switch to protect. Zack. Gut, dann hätten wir das. Und jetzt dann natürlich die noch. Protecten, 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 protecten. Passt. Jetzt müsste eigentlich alles. Also wir brauchen noch zwei Wither-Skelette. Köpfe. Und dann müsste es schon funktionieren. Zack, fertig. Perfekt. Mal hier raus. Jetzt sollten wir keinerlei Probleme mehr haben mit den ganzen Sachen. Jetzt kann er es nicht mehr zerstören. Das heißt, wir können hier beruhigt jetzt da auch den Intervall auf 10 setzen. Würde er halt langsamer die Wither-Skelette ja, sag mal, zerstören oder die würde er töten, aber es würde funktionieren. Ohne Probleme. So, das. Was wir jetzt brauchen, ist Soul Sand. Wie kriegen wir jetzt am dümmsten das Soul Sand? Jeder Sand, Compressed Soul Sand. Natürlich, mit Compressed Soul Sand. Warum auch nicht? Ist ja ganz easy cheesy. Sand in Atomic Reconstructor gibt Soul Sand. Okay, wäre eine Möglichkeit. Im Nether natürlich. Witchwater wäre eine Möglichkeit. Aber Witchwater ist teuer. Mehr haben wir nicht, okay. Witchwater war ja irgendwie mit der Place, glaube ich. Eine Place oder so irgendwie. Gut, das heißt, hier können wir auch noch einen Stein hinklatschen. Dann wäre das auch wieder zu. Perfekt. Also ich muss sagen, mir gefällt das sehr gut hier. Es läuft wunderbar. So, dann können wir hier auch zumachen, weil das braucht auch kein Mensch mehr. Es läuft ja. Es wird alles aufgesammelt. Auch die. Wie nennt man sie jetzt? Die Lootbags. Was wir natürlich nicht kriegen, ist, gewisse Sachen kriegt man nur, wenn man es per Hand tötet, aber ist auch egal. Aber so sieht der Raum eigentlich cool aus und wie gesagt, er ist unzerstörbar. Das heißt, da kommt nichts raus. Das ist auch ein Creeper, könnte im Normalfall drin explodieren oder TNT, es wäre egal. Wobei bei TNT halt die Frage ist, TNT hat einen größeren Explosionsradius. Das explodiert nach unten. Wie viele Blöcke haben wir jetzt? 251. So, du mal weg. Dann wieder hier hin. Dann tun wir den wieder sicherheitshalber hier hin. Protection Mode passt. Perfekt. Dann haben wir den da fertig. Gut, dann würde ich sagen, das war's für die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss, Leute.